Ich stehe hier vor dem HKW auf der Berlinale. Wir werden uns gleich den Eröffnungsfilm der Sektion Generation K Plus angucken. Er heißt Silver Wild. Ich habe keine Ahnung, wie das wirklich ausgesprochen wird. Auf jeden Fall, dieses Jahr sehen die Eintrittskarten so aus. Wir werden gleich reingehen und danach werdet ihr unsere Filmkritik hören. Viel Spaß! Nu ska vi se vad vi vet i fallet med den försvunna Cerisia. Die siebenjährige Sif übernachtet das erste Mal bei ihrer Freundin. In dem Haus ihrer Freundin warten viele magische Überraschungen auf Sif, die entdeckt werden wollen. Och, vi vet inte hon är. Hon såg senast... I sin säng och i sin ficka har hon nog en lapp med min pappas telefonnummer. Neben mir steht jetzt Louis. Er hat mit uns gerade den Eröffnungsfilm geguckt. Wie fandest du den Film denn? Ich fand den Film persönlich sehr gut. Und er hat mich auch selber sehr an meine eigenen Erlebnisse erinnert. Ich fand ihn lustig und bei manchen Stellen fand ich ihn auch ein bisschen anstrengend. Man hat sich in die Länge gezogen. Er hat mir gut gefallen. Also ich fand den Film ziemlich gut. Es war eine sehr schöne Geschichte, finde ich. Und dass man mal sieht, wie es so ist. Weil ich kann mich nicht an mein erstes Mal erinnern, wo ich bei jemand übernachtet habe. Und du? Ja, ich fand den auch sehr gut. Ich fand den, ja, ein bisschen unheimlich manchmal. Genau. Gab es auch Szenen, die du besonders gut oder besonders aufregend fandest? Ich fand den ganzen Film eigentlich gut. Ja, ich fand die Szene, wo sie in das Zimmer von dem großen Bruder Elme reingeht und halt das Pflaster holt für den Hund. Ja, mit den zwei Waschbären, wenn sie immer gestreit haben. Hallo, ich bin Nicola von Bärenstark und neben mir steht Yannick. Yannick war gerade bei der Eröffnung von K plus Yannick. Wie hat dir denn der Film gefallen und vor allem, wie hieß er? Wir haben jetzt vor allem den deutschen Titel erfahren, der hieß Mia schläft woanders. Ich fand den Film sehr witzig, an manchen Stellen wirklich sehr skurril und wirklich gut gemacht von der Kameraführung und von der Idee vor allem. Was heißt skurril? Kannst du da so ein Beispiel geben? Es gab zwei Meerschweinchen, die auf einmal Dachse waren, sprechen konnten und sich die ganze Zeit geprügelt haben. Dann wollten sie die ganze Zeit Kekse und haben sich Gummistiefel angezogen. Okay, das klingt wirklich etwas seltsam. Und generell, würdest du den Film weiterempfehlen? Auf alle Fälle. Vor allem für Leute, die ihre erste Übernachtung wirklich etwas unheimlich in Erinnerung haben. Und Leute, die einfach sehr skurrile Filme mögen. Dann danke ich dir für deine kurze Filmkritik. Und wir von 14 Plus gehen uns nämlich gleich den Eröffnungsfilm Girl Asleep angucken. Bleibt einfach dabei und erfahrt mit mehr.